Mit schwerem Gerät beginnt am 21. Januar 2018 die Suche nach der Leiche von Peter Mehlmann. Als wir das erste Mal die Baggerschaufel angesetzt haben, kam ein Schuh zum Vorschein. Und dann sind wir im ersten Zug vorgegangen wie immer. Sprich, der Schuh bekommt eine Nummer, der wird fotografiert, der wird eingetütet. Und dann hat man nebendran mit dem Schmunzeln schon gesehen, dass unser Baggerfahrer Däumchen dreht. Und man konnte ihn denken hören. Wenn die das so durchziehen, auf gut Deutsch, dann brauchen wir hier Jahre. Um sich möglichst effektiv durch den Schutt zu arbeiten, verständigt man sich mit dem Baggerführer auf eine systematische Vorgehensweise. Wir haben im hinteren Bereich so eine Ebene gefunden, eine Bodenebene. Und die haben wir dann sauber gemacht, haben dort Schaufel für Schaufel aufgeschüttelt und haben das dann händisch, klassisch mit Spaten, mit Hake auseinandergezogen und geguckt, ob irgendwas drin ist. Bewohner des Ortes beobachten regelmäßig die Arbeit der Kriminaltechniker. Auch der beschuldigte Gastwirt Helmut Marquardt steht regelmäßig hinter dem Bauzaun. Bergen diese Brandreste tatsächlich ein dunkles Geheimnis? Doch bislang gibt es keine Anhaltspunkte für eine Leiche. Wir haben dann an jedem Tag auch einen Leichenspürhund eingesetzt, der nichts angezeigt hat. Basiert der Einsatz vielleicht doch nur auf einer unbedachten Äußerung? Die Beamten beginnen langsam zu zweifeln. Was uns dann dazu bewogen hat, zu sagen, wir würden gern den Hund überprüfen, ob er unter diesen Rahmenbedingungen findet, der Hund überhaupt was. Um das herauszufinden, wird am dritten Tag der Suchmaßnahme ein Tierknochen im Brandschutt platziert. Wir haben den Hund losgelassen. Der hat den Knochen auch angezeigt. Und das Skurrile an der Geschichte war, dass unser mutmaßlicher Tatverdächtiger zu diesem Zeitpunkt hinter diesem Bauzaun stand und hat diesen Anzeigefund von dem Hund mitbeobachtet. Die Reaktion des Gastwirts, die Kriminaltechniker zufällig beobachten können, spricht für sich. Er hat sich schweigend umgedreht, keine Fragen gestellt, ging schweigend davon. Und ab dem Zeitpunkt haben wir ihn auch nicht mehr gesehen.